Willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Epic. Und wir düsen jetzt zur Bank und hoffen, dass wir dort schauen können, was da passiert ist. Weil oh, ist das laut, ey. Ganz kurz, da vorne ist der Hunter, ne? Und zwei Leute, die hier reinkommen. Mindestens sechs Leute, die gerade versuchen, in die HQ reinzukommen. Echt jetzt? Na, oh, hinter die, hinter rein. Die. Ja, ja, ja. Sag dir mal, die sollen das HQ verlassen. Ja, ich sag denen das mal. Ey, stehen bleiben. Dadurch hat den Hunter geklaut. Stehen bleiben. Aussteigen, bitte. Aussteigen. Ey, was machen die da? Alter, der fährt jetzt ja gut rein. Sind Sie der Mendo? Ey, was machen die denn da? Mendo? Was? Der hat so ein bisschen drinne? Die Straße verpasst. Was bin ich? Ich bin drinnen, ja. Bist hinten drinnen? Sollen wir jetzt noch auf Dings warten hier? Auf. Lass uns schon mal losfliegen, oder? Okay, zur Bank, ne? Ja, zur Bank. Hast du denen geschrieben? Was haben die geantwortet? Bis jetzt noch nichts, aber ich hab geschrieben. Gut. Also ich hab geschrieben, dass wir die Verhandlungen jetzt aufnehmen können. Ja. Paddy, kriegst du das da hin? Red mal mit denen und sag dir mal, was da los ist. Warum die das Gelände betreten. Der will... macht der da? Was macht dadurch da? Den, weil ich verstehe die Rettler sonst nicht. Ja, wir drängen gerade ab. Die noch bei der Staatsbank? Normalerweise ja, ne? Jojo, sind ja schlimme Menschen. Die fordern ja 400.000, haben sie ja gesagt, ne? Die Frage ist, was haben die uns anzubieten, weswegen wir darauf eingehen sollten? Weil die Staatsbank zu besetzen ist ja... Naja, dann haben sie halt die Staatsbank besetzt und dann gehen wir halt mit Gewalt rein und holen und töten sie. Nachricht zu spät, die Bank liegt in Schutt und Asche und das Geld ist verbrannt. Kleiner Tipp, beim nächsten Mal haltet ihr uns lieber nicht hin. Wir hassen es zu warten. Oh, ja, dann können wir direkt wieder umdrehen. Ha. Hey, hey. Cool. So. Könnt natürlich dahin fliegen und gucken, ob da Leute noch verletzt sind und so weiter. Leute, der aber, Olaf. Ja. Oh mein Gott, der Olaf will hier hoch. Also, Olaf, wir haben gerade wirklich Olaf, ein paar bitte Probleme. Aus. Ja, wir sind auf dem Rückweg. Jo, ich bin auch hier im Helikopter. Mendo, entscheide. Was denn? Oder rückwärts? Bitte fahren Sie das Fahrzeug. Warte, ich fahre Ihnen das Fahrzeug. Ja, also der jetzt gerade fliegt in meinem Helikopter und ich, wir fliegen jetzt mal kurz zur Bank und checken mal nur einmal kurz die Lage. Schauen, wie viele Verletzte es dort gibt und wie das gerade da so aussieht. Und ihr könnt ja zurück, ihr könnt ja wieder zurück zu Kavala fliegen. Wer ist eigentlich gerade bei mir im Helikopter? Sachse. Alter, ich muss dir die Rentner erstmal aus dem HQ bekommen, ey. Du musst dir das ganz ruhig erklären. Rentner, kann nicht so gut hören. Paddy, sei vorsichtig, der dadurch fährt in unserem Hunter immer noch vorm HQ rum, ne? Ja, und der Rest, der jetzt zurückfliegt, kümmert euch mal um den Hunter, dass ihr dem mal da mal zeigt, wo es lang geht. Ja, ich suche die Rentner jetzt mal, die haben sich hier irgendwo versteckt. Schreibt mal bitte den dadurch an und sagt, wenn er sich nicht ergibt, dann werden wir ihn verfolgen müssen. Liebe Rentner. Boah, wer fliegt denn hier so? Liebe Rentner. What the fuck? Wo sind sie? Ich habe ihr Fahrzeug aus dem HQ gebracht. Hallo, nicht verstecken. Ah, die Landung. Was machen Sie denn da? Was machen Sie denn da? Oh Mann. Nein, nicht hochgehen. Kannst du dich muten? Ja, okay. War die ganze Zeit so, nicht da hochgehen. Ich so, ja, toll, aber ich sehe das gerade nicht. Ja, Sachse. Dann schauen wir mal, wie es da so aussieht gerade bei der Bank, was die da so angerichtet haben. Vielleicht sind sie auch noch da, obwohl Signal kriege ich aktuell noch keins rein. Die sind doch auf dem Dach. Auf dem Radar. Ja, aber auf dem Radar ist nicht, also keine Fahrzeuge, kein nicht. Also wegen gelogen werden sie aber schlecht sind. Ja. Dann wir checken nochmal kurz die Lage und wegdrehen. Dann. Die wollen ja jetzt eine Aufnahme starten und so. Ich habe das denen jetzt erstmal gewährt. Die wollen ja hier für ihren Fernsehsender da was starten. Achso, dieses Render-TV? Genau. Ja, Render-TV. Da verstehe ich die auch besser. Das kenne ich auch, das ist doch immer dieses Altenheim im Fernsehen, oder? Genau. Ja, das ist der Tochter von. Da steht jemand noch unten, oder? Da unten steht doch jemand, oder? An dieser Statue. Das ist eine Statue. Ja, ich hab ihn schon weggeschickt. Keine Also Panik. Nichts los hier. Sieht. Naja, sieht schon schlimm aus. Man sieht schon, dass da gebrannt hat. Hoffen wir mal, dass keiner zu Schaden gekommen ist. Gut, fliege mal wieder zurück nach Kavala. Na ja, lass mal wieder zurückfliegen. Müsste man nur mal kurz checken. Oh, guck dir mal diesen Sonnenuntergang an. Ist das nicht geil? Das ist das Schöne. Das ist halt immer das Schöne. Und gerade hier, weil wir nicht so viele aktuell sind, läuft das alles wunderbar und so sieht das so schön aus. Ja, allein schon, wie sich das spiegelt im Wasser. Ja. Das hat schon mal. Da soll doch einer mal sagen, das Polizistenleben ist nicht schön, wa? Ja.
Und ja. Griechenland, und Griechenland ist nicht schön. Griechenland? Das schönste Land der Welt. Man zahlt keine Steuern. Ja, alt ist ja auch Griechenland. Ach so, deswegen geht Griechenland auch pleite, weil man da keine Steuern zahlt, wa? Na, scheinbar. Wir zahlen ständig die Staatsbank überfallen wird. Ja. Oder so. Oder so. Ja, vor allen Dingen, wenn die jedes Mal in Schutt und Asche legen und dann noch alles verbrennt, ja. Da bleibt nicht viel für die Staatskassen. Ja, ich möchte gleich, dass zwei Leute am Marktplatz sind und der Rest auf Streife fährt. Ist am Marktplatz was los? Nee, da ist gar nichts. Ich fliege da gerade ein bisschen rum. Ist da tote Hose gerade auf dem Marktplatz? Ja, ich habe gerade einen Absturz gehabt. Oh. Du hast einen Absturz gehabt? Ja, mein Heckrotor. Du sagst auch gar nichts, ne? Du stürzt ab, gehst kaputt, sprichst keinen Ton. Ist ja nicht so, als sei das irgendwie schlimm oder so. Stell dir das mal jetzt in echt vor. Jetzt mal ohne Roleplay jetzt hier das nur mal so kurz zu sagen. Du musst da schon auch ein bisschen so reden, ne? Wir sind ja hier. Ihr habt gerade geredet, mein Heckrotor. Ich bin ja, auch gleich gelandet. Scheißegal, Alter. Stell dir vor, echt stürzt einer ab, Alter. Dann schreit der in den Vogel. Ich stürze ab. Und ich. Ja, ich bin vorhin abgestürzt. Ja. Entschuldigen Sie. Stell dir das mal in echt vor, Alter. Das wird doch kein Mensch machen. Entschuldigen Sie, haben Sie kurz Zeit? Ich stürze gerade ab. Ja. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Ja, wir sind gerade am Reden über den Sonnenuntergang. Genau. Als ob, ey. Mann. Das nennt man Roleplay. So, jetzt wieder zurück ins Roleplay. Was essen wir heute Abend eigentlich? Im HQ. Wer wollte denn kochen? Wow. Genau, einen Dino mit Löwe. Was? Wir wollten Löwen kochen? Nee, einen Dino wollten wir kochen. Was soll ich denn, einen Löwe? Nee. Ja, der Unterschied zwischen Dino und Löwe müsst ihr aber wohl bei mir verstehen, oder? Ja, ich habe irgendwie Löwe verstanden, warum auch immer. Löwe. Wir können nur Löwe kochen mit dem Löwe. Das ist okay, Ding. Ja, Möwen wird es wahrscheinlich hier geben am Strand, aber Löwen eher weniger. Aber doch, da gibt es ja so einen, der ist Dalumgard. Das ist ja einer. Das ist ein Löwe? Das ist ein Löwe, ja. Das ist ein Strandlöwe? Löwe in Menschenform ist das. Aha, okay. Gut zu wissen. Warum hast du geschossen ohne Befehl? So Leute, die wollen gerne eine Drehaufnahme bei ein bisschen mehr Action und so. Also die wollen, dass wir sie mal mitnehmen auf einen Polizeieinsatz. Wer ist die Rentner? Ja, ich hab gesagt, okay, das wäre jetzt in Ordnung, oder? Boah, ja, warte, ich hol dich ab. Warum schießt du, Alter? Keine Panik, keine Panik. Das sind Flares. Ja, trotzdem, verbrauch doch nicht die Munition dafür. Oh. Das ist ein Befehl. Du, ich habe über meinen Dings habe ich auch einen Polizeichef. Okay, dann nehme ich die jetzt mit. Also oh, Alter, flieg mal mit dem Heli weg. Aber offiziell hast du diesen Rang nicht. Also ich will da landen, die kommen doch mit. Aber da passt man nicht alle rein, oder? Klar. Ah, okay. So, ganz easy. Eine Hellcat ist auch nicht gerade besonders gut gepanzert, ne? So, keine aber Panik, Leute. Einmal bitte weg. Aber am meisten. Herr Günther, geh sie weg. Aber wie haben sie das denn verpackt? Weswegen wollen sie denn bei der Polizei dabei sein? Das ist doch viel zu gefährlich. Alter, ich verstehe euch gerade. Boah, Krisato, ey. Ich mach gleich mal aus. So, bitte einsteigen. Ihre Drehaufnahmen, Sie können jetzt einsteigen. Wir würden Sie jetzt mitnehmen. Kein Problem. Ja, aber warum nehmt ihr den jetzt mit? Kein normaler Mensch könnte doch einfach bei der Polizei sagen, hallo, wir fahren jetzt mal mit, ohne dass du mich fragst. Nee, die wollen Drehaufnahmen machen. Das ist ja, ist ja schön. Sie Menschen. Wollen Schloss Altenheim also von der Polizei aus eine Dokumentation drehen. War nicht irgendwann jetzt Tag der offenen Tür bei der Polizei? So, ja, ich rede mal ganz kurz mit denen. Steht hier Limo hier drin? Jetzt fliegt hier jemand noch im Helikopter, ey. Ich? Ja. Komm mal kurz aufs Dach. Flieg doch mal weg, ey. Das ist so laut. Oh, sind so allein? Verstehe nicht. Das Geld, das bekommst du von der Versicherung. Wir haben den Abschleppdienst angeordert und der schleppt das jetzt ab und von uns kriegen die dann das Geld wieder, um es zurückzuholen. Der Chef will nochmal kurz mit Ihnen sprechen. Steigen Sie nochmal aus kurz, der Chef will nochmal mit Ihnen sprechen. Hat er mal so gerettet, würde ich mal behaupten. So, meine Herren. Bitte nur einmal kurz einen Ansprechpartner, der hier für die Dokumentation verantwortlich ist, mal auszusteigen. Ah, schönen guten Tag, Reinhard. Herr Reinhard. So, also ich habe gerade eben gehört, dass Sie hier... Oh Gott, der ist verletzt. Geht runter, helft ihm. Er muss ins Krankenhaus. Bringt ihn ins Krankenhaus, los. Frachtet ihn in den Helikopter, bringt ihn ins Krankenhaus. Wiederbelebung.
Mutti-Mutti-Beatmung! Reinhard! Ruf die Gisela an! Ich glaube, der kommt schon wieder auf die Beine. Keine Angst. Der kommt schon wieder auf die Beine. Wir werden ihn ins Krankenhaus bringen. Der Sachse kümmert sich darum. Frag mal, ob ich die Angehörigen zum Krankenhaus kriege. Sag mal kurz ruhig, Leute. Das ist sonst so durcheinander. Okay, also, ich habe gehört, Sie wollen hier eine Dokumentation drehen. Herr Reinhard? Sind Sie verantwortlich für die... Ja, das ist richtig. Wir wollen eine Dokumentation für die junge Altenheimpresse e.V. drehen. Aha, okay, gut. Junge Rentner e.V., Entschuldigung. Sie wissen ja, dass Sie dann eine Erlaubnis beantragen müssen. Diese Erlaubnis, die gebe ich Ihnen jetzt. Dann müssen Sie sich aber dementsprechend auch verhalten. Das heißt, Sie sind natürlich jetzt im Schutz von uns, aber müssen sich dementsprechend ruhig verhalten und sich am besten nicht aktiv in den Einsatz einmischen. Weil wenn Sie das machen, dann müssen wir Sie leider wegschicken. Das heißt, Sie nicht aktiv... Nein, tut Ihnen nicht, keine Sorge. Wir sind nur zum Filmen und moderieren da. Gut. Dann, wie gesagt, seien Sie aber vorsichtig, weil wir haben natürlich auch zwischendurch mal gefährliche Einsätze. Und dementsprechend sollten Sie sich natürlich dann auch verhalten. Weil wir wollen, erstens nicht, dass Sie verletzt werden. Dann hoffen wir jetzt nur, dass der... Natürlich werden wir uns immer im Hinterhalt halten. Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank, das ist sehr nett. Dann bekommen Sie auf jeden Fall auch die Erlaubnis. Warten Sie, ich unterschreibe das noch. Eine Sekunde. So, hier, bitteschön. Mit diesem Ausweis kommen Sie auch immer hier ins Polizeigelände. Das können Sie auch an Ihre Leute verteilen. Und das dürfen wir dann auch... Dürfen wir das im Altenheim auch ausstrahlen, den armen Omas und so, dass sie das mal sehen, was so passiert? Ja, natürlich dürfen Sie das Ganze ausstrahlen, solange Sie nicht irgendwelche Szenen ausstrahlen, die wir vielleicht nicht zeigen wollen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir einen großen Einsatz haben und es Schwerverletzte gibt, dann müssen Sie ihm ja nicht unbedingt irgendwelche Leute zeigen, die schwer verletzt sind oder sowas. Das, denke ich mal, verstehen Sie, ne? Ja, wir werden uns, daran halten. Alle Güter! Sehr gut. Ah, was hat denn der Arzt gesagt? Sind Sie schwer verletzt? Oder haben Sie nur ein verstauchtes Knie? Ja, der hat gesagt, ich habe mir einen kleinen Zeh gebrochen, aber ich habe keine Zehen mehr, das war komisch. Okay. Haben Sie zu viel geraucht oder was? Ja, nein, ich rauche doch gar nicht mehr. Ja, cool. Gut. So können wir dann los. Ich habe eine Frage an Sie. Haben Sie nachts die Nacht nicht dabei, damit Ihre Filmaufnahmen auch gut werden? Nein, das warte mal. Durch meinen Sturz habe ich das irgendwo verloren. Achso, okay, warte, dann besorge ich die noch schnell ein. Ja, nee, Herr Klim, nimm sie auch schon mal das. Fuck. Mal hier. Boah, du Fit. Krisato, besorgst du? Da unten ist einer. Ja, da ist einer, besser. Paddy, der läuft dadurch unten rum irgendwo. Echt? Okay. Der läuft dadurch, glaube ich, irgendwo unten rum. Viel Spaß. Vorsicht, Leute. Jetzt können Sie das runterklappen, das sehen Sie mehr. Ja, das habe ich schon probiert. So geht das. Kann mal jemand runtergehen und gucken, wenn da wirklich irgendwo dadurch ist, dass man den rankriegen? Ja. Da ist wirklich, da ist jemand irgendwo drin im Gebäude, glaube ich. Hier in diesem Gebäude? In diesem? Hier, guck mal, das parallel hier zu uns. Guck mal hier, wo ich stehe. Mental, hier. Ja. Da unten in dem Gebäude müsste der sein. Ja, dann geht mal einer runter, bitte. Weil der darf ja das Gelände hier gar nicht betreten. Okay, Krisator, geh runter. Ich gebe dir Deckung, ich taser ihn dann, wenn er kommt. Und Geld tauschen, damit man überhaupt zu ihrem Gebiet konnte. Das hört sich nach einer spannenden Sendung an. War aber keine Sendung, das war Realität. Da komme ich nämlich oben. Warte, Krisator, komm mit. Vorne hinter der Mauer, aber nicht in der Mauer. Können Sie denn kein richtiges Deutsch reden? Aber wir packen den Taser aus. Nein, kann ich nicht. Können Sie mit mir Deutsch reden? Ich muss mich entschuldigen für Reinhard. Reinhard, hör jetzt auf damit. Nimm ein Snickers, dann wirst du zur Diva. Hier. So, meine Herren, ich informiere Sie nur ganz kurz mal. Oder ich informiere Sie nicht, warten Sie kurz. Wir haben gerade eben eine Kleinigkeit, die noch erledigt werden muss. Bleiben Sie am besten in der Mitte des Dachs, das wäre sehr nett. Okay, ich muss mal ausrechnen, wo die ist. Sekunde. Kumbaya, ist da jemand? Weiß, dass hier jemand stand, hier. Auf jeden Fall. Zu 1 Milliarden % stand hier jemand. Aber ich finde den jetzt gerade hier nicht. Der hätte auch nicht in so kurzer Zeit abhauen können. Wir schauen mal, das WBV doch scheinbar. Mal. Ich mach mal kurz Thermalsicht. Guck mal, genau. Vor allem in die Büsche oder so, oder hier im Wasser könnte er vielleicht sein. Wir reden jetzt aber bloß von der Umgebung hier, ne? Ja, von der Umgebung hier. Der war hier unten im Gebäude, auf jeden Fall. Hab ich und schießt bitte nicht aus dem HQ raus, sondern geht zu dem hin und redet mit ihm erst, bitte. Hey, ja. Yes. Und immer erst tasern, ne? Wisst ihr? Ja, ja, ist klar. So, meine Herren, wir hatten nämlich vorhin jemanden, der illegal das Polizeigelände betreten hat. Diese Person scheint aber jetzt weg zu sein. Es war nur vorsichtshalber, dass die jetzt hier in der Mitte des Dachs stehen, nicht, dass diese Person doch irgendwas Böses vorhat. Das wissen wir ja vorhin. Die Rentner sind bei mir voll ins Haku gefahren, Mann.
So, das nächste Mal wäre es aber ganz nett, wenn Sie Ihre Dokumentation aufnehmen, dass Sie uns vorher Bescheid sagen vielleicht. Uns entweder kurz anschreiben über den Notruf oder mit einem von unseren Männern sprechen, weil für uns war es doch sehr überraschend, als Sie plötzlich in unserem Hauptquartier standen. Günther, brauchen Sie jetzt noch ein Nachtsichtgerät oder acht? Sie haben schon. Wir haben schon. Ich habe Ihnen meins gegeben, ja. Brauchst du eins? Jetzt brauche ich eins, ja. So, Leute. Aktuell haben wir ja keinen Einsatz, es ist zumindest nichts reingekommen. Ah, hier. Okay, warte, ich gebe dir, ich lege hier auf den Boden. Für das Altenheim, die nehmen uns nämlich jetzt live mit. So. Rennt näher. Also, was möchten Sie denn sehen? Möchten Sie eine Runde mit dem Helikopter drehen oder möchten Sie mit mir auf Streifen fahren? Nee, mach mal raus. Oder mach mit raus. Irgendjemand auf Streifen fahren. Einen Live-Einsatz aus dem Helikopter sehen. Na gut, also aktuell haben wir ja keinen Einsatz. Also wir gehen aktuell nur auf Streife, wir haben gerade keinen Einsatz. Nur, dass Sie schon mal Bescheid wissen. Kann man da keinen machen eben? Wie soll das denn gehen? Wenn niemand etwas anstellt, können wir auch, haben wir auch keinen Einsatz. Ja, ich weiß ja nicht, wie das bei der Polizei funktioniert. Also meistens ist es so, wir bekommen unten in der Notrufzentrale bekommen wir einen Anruf rein, dass irgendwas passiert ist und dann bekomme ich sofort per Funk die Meldung raus und dann teile ich die Leute ein, wo sie hin sollen. So läuft das eigentlich. Aktuell haben wir wirklich keine Meldung. Hat der Marco schon mal bei ihm angerufen? Wer? Wer hat bei mir angerufen? Wie heißt der nochmal? Der Markus, der Enkel vom Olaf. Ach so, ja, stimmt, ich erinnere mich. Okay, wir haben gerade einen Anruf reinbekommen. Wir haben gerade einen Anruf reinbekommen. Das ist aber von Ernie. Herr Early Boy, bitte senden Sie nicht an die Polizei irgendwelche Nachrichten. Das ist nicht lustig. Überfall am Kamerad. Ich dachte, das wäre anonym. Nein. Ich dachte, das wäre eine Diskretion, Herr Kavala. Leider ist das nicht anonym. Also, ich kann das verstehen, aber Das geht doch nicht. Ich habe mich schon gewundert, warum dort steht Banküberfall in Kavala, weil wir haben hier gar keine Bank. Deswegen wundert mich das gerade schon. Da werden gerade mehrere Leute abgeschlachtet, habe ich gerade eben durchbekommen. Hallo, Paris, geht's dir nicht gut? Ich fliege gerne. Aber wir haben keine Meldung reinbekommen, deswegen mischen wir uns da erstmal nicht rein. Ich muss gerade einfahren. Ja, was könnten Sie das denn zeigen? Sonst würden Sie auch gerne mit auf Streife vielleicht eine Straßensperre, wo man die Leute interviewen kann, ob sie sie ordentlich behandelt haben oder so. Also ich werde jetzt gleich sowieso eine Straßensperre machen. Also ich werde gleich wahrscheinlich auf Streife fahren mit ein, zwei Leuten. Ich weiß nicht, was die Leute aus dem Helikopter machen werden. Vielleicht werden die ein bisschen Streife fliegen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt los. Sie können sich anschließen, wo Sie möchten. Aber cool. Also wo Sie möchten, können Sie sich anschließen. Ich habe auch noch ein schönes Kameralicht. Ich würde gerne mit der Hubschraubergang unterwegs sein. Na gut, dann fliegt ihr mal. Also wir machen jetzt eine Straßensperre, oder? Jo, wir fliegen. Tschüss. Wer kommt mit mir mit? Ich bin schon. Wen wollten wir denn jetzt hier auskaufen? So. Wir wollten jetzt hier auskaufen. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ich hab jede Kopfhörer. Ja. Wo sind Sie denn hin? Zwei. Ich bin dabei. Sind ganz dort. So. Ich schau mal ein Fahrzeug raus, ich nehme ganz normal einen Offroader, okay? Jo. Natürlich, machen Sie mal. Achso, warte mal, lass mal noch kurz Zeug kaufen, dass wir, warte mal ganz kurz. Dass wir vielleicht auch eine Straßensperre machen könnten. Vielleicht fahren da ja auch Fahrzeuge lang. Ich glaube zwar nicht so ganz dran, aber. Ich nehme nur mal was mit, vorsichtshalber. Dann könnten wir theoretisch eine machen. Kein Problem, immer wieder gern. Immer wieder gerne. Was? Immer wieder gerne? Um was? Wann wird denn Ihre Dokumentation ausgestrahlt? Kassette, hä? Ich bin gerade überlegen, ob wir vielleicht in einen anderen Channel gehen jetzt, wenn wir hier beide jetzt da zusammen die Sperre machen. Ist das ein bisschen verwirrend, oder? Ja, sonst weiß ich nicht, was meint. Flüten einfach ein gutes. Könnte es eventuell sein? Ja, dann höre ich dich aber auch nicht mehr. Nee, die Helikopter mieren. Achso, warten Sie kurz einen Moment, bitte, meine lieben Rentner. Ich kriege gerade einen Funkspruch rein, Moment. Mentor, kann es vielleicht sein, dass die Jungs von Yulo die Neo-Chori-Stadt angreifen wollten und vielleicht dort direkt gestorben sind? Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, das ist denen überlassen. Wir haben keine Meldung bekommen, dass wir denen helfen sollen.
Deswegen halten wir uns da auch raus. Also das ist jetzt nicht unsere Sache, in Anführungszeichen. Wir wissen es an sich auch nicht, wenn du jetzt Roleplay-mäßig denkst, ne? Weil woher sollen wir das wissen, dass irgendwo jemand stirbt? Das können wir ja gar nicht wissen. Ja. Okay. Ich ist halt kaputt. So, hab ich ganz durchsäucht mit für Straßensperren. So, wie gesagt, mütet euch bitte, wenn ihr mit denen sprecht, weil sonst hören wir die ganze Zeit euch reden und wissen nicht, worum es geht. Okay, dann werden wir jetzt mal rauskommen. Das war nur Information zum Bankraub. So. Na, lass uns mal fahren. Was denkst du denn, wo wir hin sollten? Was meinst du? Keine Ahnung. Lass uns erstmal auf Streife fahren. Vielleicht finden wir irgendwo was, wo sowieso was los ist. Gucken wir erstmal. Voll Gott sei Dank. Saarbrücke. Fertig, du hast die Zeit im Blick, ne? Also wir haben jetzt 21. Was? 21 Minuten. Naja. Schön ruhig heute. Heute ist ja wirklich sehr, sehr ruhig. Wie geht's eigentlich deiner Familie? Wie läuft das da gerade so aktuell? Geht's deinen Kindern gut? Ja, Frau und Kind, leben und so nimmt. Das hat sich sogar gereimt. Aber ach, ist das neue Kind noch gar nicht geboren? Ich dachte, ihr seid jetzt schon. Nein. Die Gute lässt sich dann mal wieder Zeit, leider Gottes. Ah, also ist die Frau schuld, oder was, wenn das Kind nicht kommen will? Ja, das ist richtig. Da ist die Frau einfach schuld, weil. Ja. Ich bereue es jetzt schon. Hätten wir damals nur aufgestanden, hätten noch die Kondome geholt, ne, aber. Ach du meine Güte, also war gar kein gewolltes Kind. Nein, war gar kein gewolltes Kind. Das ist von den anderen Polizeipräsidenten aus Stratis. Ja. Im Endeffekt eine Freundin gewesen und ja. Bei einer Messe hat man sich mal kennengelernt und dann hat es gut gemacht. Ja, jetzt habt ihr schon 2 Kinder, ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja. Wollt ihr nicht irgendwann mal bald heiraten, dass ihr das Ganze festmacht? Ich meine, bei 2 Kindern sollte man das doch vielleicht tun, oder? Ist richtig, allerdings ist der Polizeipräsident von Stratis nicht gut auf mich zu sprechen. Wenn er mich irgendwann sieht, wird er mich umbringen. Naja, das glaube ich nicht. Kann er ja nicht, ohne rechtliche Verfolgung. Auch die in Stratis, die sollen dann ein bisschen korrupter sein wie hier bei uns. Ah, auch nicht schlecht. Mein Gott, was man alles immer so hört. Deswegen bin ich ja nach Altes gekommen. Ja, kann ich verstehen. Ja, hier gab es auch öfters mal Korruption. Ich musste schon einige Polizisten rausschmeißen. Aber irgendwie haben wir das immer gelöst, das Ganze. Okay. Also gerade mal hier sind. Wir hatten doch beim letzten Mal aus der Verhandlung der CT-Gruppe doch den Verdacht gehabt, dass Leute aus Mainz-Quota angeblich mitarbeiten, ne? Ja, genau. Da wollte ich eigentlich auch nochmal drauf eingehen. Ich weiß gar nicht. Hast du das selber schon geklärt mit deinen Leuten? Dann war so, ich habe sie gefragt, sie wollten mir aber keine Antwort drauf geben, das ist schon verdächtig. Das ist sehr verdächtig. Also ich habe, wie gesagt, die Information bekommen, dass die wohl irgendwas denen gesagt hätten, beziehungsweise für Geld sich hätten freikaufen, also dass sie die für Geld freigelassen haben oder sowas. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, zumindest habe ich da irgendwie ein Gerücht gehört. Also wir müssen echt nochmal gucken, dass wir mit denen sprechen, weil Korruption ist natürlich nicht geduldet bei uns. Das ist logisch. Ja. Ist ja echt heute ziemlich, ziemlich leer auf den Straßen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Gut, dafür haben wir Sternenhimmel. Ja, das ist richtig, dafür haben wir Sternenhimmel. So. Nehmt mal die Waffen runter. Was? Nee, Paddy. Ach so. Wenn sie dich überhaupt noch hören. Krisator, hör dich. Hallo. Die Rentner. Hey! Was ist los bei euch? Geschossen. Was ist los? Ja. Irgendwer hat geschossen. Wer hat geschossen? Ich gehe davon aus, ihr seid einzeln in den Innerhalb wieder reingeschossen. Im Hubschrauber. Könnt ihr mir mal eine genaue Information geben, was jetzt los ist? Ich habe nur irgendwas von geschossen gehört, deswegen. Ja, ich merke schon, die wollen mit mir reden. Was? Ich habe gesagt, ich hätte gerne mal eine Information. Ich habe nur das Wort geschossen verstanden. Der Rest ist mir gerade untergegangen. Ja, das war irgendwer von uns hat ja. Heli geschossen. Das war Krisator. Hast du auf eine Heli geschossen? Hast du auf eine Heli geschossen? Ah, hey, ich losfliegen wollte. Ich hab mit einem Taser. Wieso schießt ihr einfach auf einem Heli, der gerade losfliegen will?
Das ist unser Heli gewesen. Okay. Wollt ihr ihn da rausholen? Ja, ich konnte ihn nicht rausziehen, deswegen. Nee, ist alles in Ordnung. Okay. Ist sie doch bei 25. So, wir werden uns jetzt hier gleich da hinten erstmal häuslich einrichten für eine kurze Zeit an dem normalen Checkpoint. Selbstverständlich. Jo. So. Schauen wir mal. Lass uns mal nur eine Schranke aufmachen, also die untere. Jo. Oder lass uns beide Schranken aufmachen, es gehen ja nur beide gleichzeitig scheinbar. Das haben wir unsere Polizeiwagen offensichtlich hier vorstellen. Automatik halt. Eine Straßenseite sperren wir einfach ab und die andere machen wir dann offen. Oh, das lassen, dann machen wir so. So. Randy? 26, ja. Wie lange geht die Aufnahme noch? Müsste man doch fragen. Ja, ich würde sagen, wir können jetzt einen Cut machen. Richtig. Ob hier irgendwas passiert mit einer Straßensperre, wir sehen es in der nächsten Folge. Und bin gespannt. Was? Man zweifelt, aber man hofft. Man zweifelt, aber man hofft. Genau, richtig. Genau. Gut, dann bedanke ich mich bei euch und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.